Josef Markreiter, Geschäftsführer der Tirolwerbung. Das war ja eine mehr als gelungene Premiere für Rattenberg, oder? Ich glaube, die Mühe hat sich gelohnt. Ich darf der Region gratulieren. Die haben richtig toll mobilisiert. Tolle Vorbereitungen von der Blasmusik bis zu den Schulen. Das Wetter haben wir gemacht, glaube ich. Aber jedenfalls, wir sind alle sehr glücklich, dass mit so einer Begeisterung auch und natürlich auch mit so einem Staraufgebot hier die WM-Generalprobe stattfindet. Gestern schon extrem viele Zuschauer in Osttirol, heute auch sehr viele Zuschauer beim Start und auch in Innsbruck werden wir sehr viele Zuschauer erwarten. Die WM kann losgehen, oder? Der WM-Kickoff kann losgehen, oder? Ja, das kann losgehen. Es ist ja auch der Startschuss, also es ist noch viel zu tun, da sind wir schon respektvoll. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, jetzt diesen ersten Schwung mitzunehmen, diese Begeisterung, auch zu lernen, was man heute alles sieht. Auch deswegen ja auch ein Test für die WM. Aber letztlich ist es jetzt einmal eine Tour auf die Alps, die Geschichte schreiben wird. Sollte heute Thibaut Pinot gewinnen, ein würdiger Sieger, oder? Sehr würdiger Sieger. Also Froome und Co. werden es ihm schwer machen. Und genau das ist im Radrennen pur. Das geht rein und da freuen wir uns jetzt schon auf das ganze Renngeschehen. Aber natürlich, ich als Tirolweiber freue mich für meine Regionen auf großartige Bilder aus unserem Land.